Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Death Trooper Wargaming. Ich bin der Christian und wir machen heute wieder Einheiten unter der Lupe. Und zwar geht es weiter mit Marvel Crisis Protocol. Ich habe eine neue Avengers-Erweiterung mitgebracht, nämlich die Hawkeye und Black Widow als Agents of the Shield-Erweiterung. Dementsprechend, ja, besprechen wir das einmal und gehen auf die Besonderheit ein, wenn wir jetzt zweimal Black Widow haben und ja, dranbleiben. Viel Spaß dabei. Dieses Video wird präsentiert von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Ja, nachdem wir ganz viele Asen, Wakanda, Guardians of the Galaxy und gesehen haben, sollte diese Box hier mit dem neuen Film erscheinen, der jetzt natürlich jetzt, glaube ich, auf November, Anfang nächsten Jahres irgendwo, also entweder November diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres oder so verschoben worden ist. Die Box thematisiert das Agentenduo, was die Avengers immer unterstützt, wer es durch die Filme kennt, Hawkeye, der relativ früh mit in die Filme mit eingebunden worden ist, über Thor zum Beispiel, und Black Widow, aka Natascha Romanoff, die schon in Iron Man 2 mit zu sehen war. Wir haben, wenn man sich die Grundbox mit ansieht, schon eine Black Widow mit da drin. Was das genau für uns bedeutet, wenn wir jetzt ein zweites Modell haben vor allem und auch eine zweite Charakterkarte, bespreche ich dann, weil im Regelbuch wird von Alter Egos gesprochen. Und da wird einmal speziell erwähnt, den Fall gab es bis dato noch nicht, dass jedes Alter Ego nur einmal vertreten worden sein darf. Vertreten sein darf. Schwieriger zu erklären, als es letzten Endes eigentlich ist. Es gibt ja in den Comics die Möglichkeit, dass mehrere Leute zum Beispiel den Mantel oder das Schild von Captain America übernommen haben. Dementsprechend später in den Fällen, also je nachdem, welche Comic-Linie man verfolgt, übernimmt es mal Falcon, manchmal übernimmt es Bucky Barnes als Winter Soldier. Und so hat man die Möglichkeit, theoretisch mehrere Captain Americas zu haben, die aber alle auf einem anderen, ja, auf einem anderen, der die Verkleidung übernimmt, beruhen. Das heißt, man könnte einen Bucky Barnes Captain America haben, man könnte einen Steve Rogers Captain America haben. Die kann man auch beide laufen lassen. Wenn man aber jetzt davon ausgeht, dass man Captain America zu zwei verschiedenen Zeitlinien spielt, zum Beispiel den Captain America, den es nach dem Auftauen gibt und den es vor dem Einfrieren gab, also zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, sind das beides mal Captain America, aka Steve Rogers. Wenn man diese Version spielen könnte, kann man diese aber nicht gleichzeitig platzieren, weil ja beide auf dem Charakter Steve Rogers basieren. Dasselbe passiert hier mit Black Widow. Black Widow ist einmal als diejenige aus der Grundbox und einmal hier in dieser Agents of Shield Version zu sehen. Und dementsprechend dürfen wir nicht zweimal denselben Charakter hinstellen, beziehungsweise zweimal Black Widow hinstellen, weil sie beide weil sie beide das Alter Ego Natascha Romanoff haben, auch wenn auf der Karte ein Druckfehler ist. Genug über die eigentlich Regel gequatscht. Wir gehen jetzt erstmal in die Box und gucken mal rein. Die Bauanleitung bzw. die Gussrahmen habe ich euch wieder abfotografiert. Die seht ihr jetzt schon wieder im Bild. Und wir gehen mal auf die Anleitung wieder ein. Ja, vordere Seite keine Sonderregel mehr dazukommen. Und auf der hinteren Seite ist der Assembly Guide. Kleinschrittige Modellteile, teilweise die Arme aus zwei Teilen und sonstige Scherze. Aber man gewöhnt sich eigentlich langsam dran, dass das alles immer so klein ist. Ich finde, die beiden waren jetzt nicht besonders schwer zu kleben. Auch die kleineren Teile. Das ging eigentlich alles. Auch wenn es sehr, sehr filigran ist, das waren. Die Teile konnte man in vernünftigen Situationen Positionen platzieren und ohne Probleme auch festkleben. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Und die Modelle, die dabei rausgekommen sind von den Posen her, sind schon sehr geil. Beide haben so ein bisschen das Thema Anti, also als Agenten von Shield gegen Hydra und stehen auch beide auf ja, abgetrennten Metallteilen von irgendwelchen Hydra-Sachen. Sehr dynamische Posen jeweils. Hawkeye halt in Bereitschaft zum Schuss oder gerade einen Schuss abgegeben. Und Black Widow mit so einem dynamischen Rückschritt oder Reinschritt in den Kampf, dass man da wirklich davon sprechen kann. Das sind echt gute Modelle geworden. Wenn man sich so die Tendenz ansieht, die man anfangs hatte, die Modelle waren relativ statisch, klar war schon mal eine coole Pose mit dabei, aber die ändern sich und verändern diese Posen sehr, sehr gut, auch in eine richtig gute Richtung. Und ich freue mich, wie die das weiterhin machen und was dann noch alles dazu kommt. Das zu den Modellen. Ich habe es euch auch eingeblendet. Jetzt,
Ich bin noch nicht fertig mit Malen. Ich werde auch wahrscheinlich bis zum Release des Videos oder zum Schneiden des Videos es nicht schaffen, sie fertig zu malen. Dementsprechend bleiben sie in dem Work-in-Progress-Zustand und wir schauen in die Box rein. Wir haben, hoppala, leider für eine Box, die wahrscheinlich für so einen Dreh, also einen Dreh 33 Euro kostet, wieder was wenig drin. Wir haben nur zwei Charakterkarten, wir haben zwei Team-Taktik-Karten und wir haben die Tokens. Da finde ich, könnte etwas mehr rein. Aber ist ja leider nicht so. Naja, egal. Wir haben Tokens, die sind alle bekannt. Letzten Endes, es sind nämlich überhaupt keine Affiliation-Tokens mit dabei. Wir haben nur Gift-Tokens hier oben und Shock-Tokens zum Beispiel. Die sind in der Dreierzahl vorhanden, weil es davon noch nicht ganz so viele gab. Wir haben Verlangsamungstokens und wir haben Bluten-Tokens. Zur Erinnerung, Gift raubt ein Energie in der Powerphase. Schock nimmt einen Würfel im Angriff weg. Das Verlangsamen, das rote Token, das Netz verlangsamt auf Geschwindigkeit S. Und Bluten macht am Ende der Aktivierung dem Charakter einen Schaden. Wir haben zwei Charaktere. Ich fange jetzt erstmal an mit der anderen Black Widow. Black Widow als Agentin von S.H.I.E.L.D. Hier ist wie gesagt Raumanov mit Doppel-F geschrieben und auf der Originalkarte aus dem Grundset ist er mit V geschrieben. Meint aber immer noch denselben Charakter. Ist ein Charakter für 3 Punkte, dementsprechend haben wir jetzt hier nicht mehr die 2-Punkte-Option, die wir mit der kleineren hatten. Hat 5 Leben, nur noch eine M-Bewegung, die ist ein bisschen langsamer als die 2-Punkte-Version und aber immer einen Groß von 2. Physische Verteidigung von 4, da ist ein bisschen besser geworden. Energieverteidigung von 3, mystische Verteidigung von 3, sind schon Verbesserungen zu sehen. Sie kann als ersten Angriff einen physischen Angriff ausführen, nämlich ihre Automatikpistolen. Sie ist in Reichweite 3, sind das 4 Würfel für 0 Energie. Und nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, darf sie eine Energie erhalten. Und dann hat sie die Sonderregel Rapid Fire, also Schnellfeuer. Nachdem der Angriff absolviert worden ist, darf sie sofort noch einen zusätzlichen Automatikpistolenangriff ausführen gegen dasselbe Ziel. Dieser neue Angriff generiert aber keine weiteren Zusatzangriffe. Also wir können die dauerhaft drauf ballern, bis er tot ist. Sondern wir haben nur zweimal die Chance, mit 4 Würfeln auf den Gegner zu schießen. Wir erhalten auf jeden Fall 2 Energie dadurch. Finde ich eine sehr coole Version oder eine Alternative zum normalen Strike, den die meisten Charaktere haben. 2x4 Angriffswürfe zu werfen ist nicht verkehrt. Da kann man einiges rausholen. Der Gegner verteidigt zwar auch zweimal dagegen. Aber wir wissen ja, Verteidigung ist schwieriger als Angriff. Dementsprechend finde ich in Ordnung. Dann haben wir das Tränengas, physischer Angriff, ein Area-Angriff in Reichweite 2. 4 Würfel, auch wieder kosten 2 Energie. Area bedeutet, alle gegnerischen Charaktere in Reichweite 2 und Black Widow werden davon getroffen. Der gegnerische Charakter erhält keine Energie dadurch, wenn Schaden angerichtet worden ist. Das ist eine sehr coole Mechanik natürlich, da wir so natürlich den, wenn man nur wenig Energie brauchen würde, um noch eine Karte zu aktivieren, Seeing Red, Age of Ultron oder, wo man dann noch, wenn man gedazed oder K.O.t. wird, noch mal einen raushauen kann, verhindern wir natürlich so und automatisch, nachdem der Angriff absolviert worden ist, erleidet der Target-Charakter, da man gegen jeden einzeln würfelt, den Gift-Spezialzustand. Das heißt, wir verteilen das automatisch für 2 Energie, wenn wir schon 2 Charaktere treffen, ist das echt stark. Als dritten Angriff haben wir den Widow Kiss, das ist ein Energieangriff, Reichweite 2 auch nur wieder, 6 Würfel. 3 Energie kostet uns das Ganze und wir kriegen einen zusätzlichen Würfel für jeden Spezialzustand, den der Gegner hat. Das heißt, alleine kriegen wir nur Gift drauf, wenn wir natürlich die anderen Charaktere noch mit dazu nehmen, Bluten, Stagger, Stun und, kann das richtig Schaden zufügen. Und über den Wild dürfen wir den Gegner dann S-weit schubsen, bevor Schaden angerichtet wird. Von den Angriffen her ist natürlich nicht der... Ja, also alleine ist sie nicht der Burner damit. Sie braucht schon die Unterstützung anderer Charaktere und auch die Wechselwirkung zu anderen Charakteren, um wirklich effektiv zu sein. Ihre Verteidigung und das Verhindern von Energie bzw. Bekommen von Energie ist ganz gut. Alle Angriffe spiegeln sich in Reichweite 3, maximal Reichweite 3 wieder. Das limitiert sie natürlich. Wenn wir aber jetzt
Nur die Angriffe betrachten ist natürlich nicht ganz so gut. Wir können aber direkt mal auf die Sonderregeln. Ich springe mal bis ganz unten. Sie hat nämlich als andere eine Superheldenfähigkeit Stealth. Das heißt, sie kann nur innerhalb von Reichweite 3 von gegnerischen Charakteren angegriffen werden. Ja, dadurch, dass sie nur in Reichweite 3 angegriffen werden kann, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Sie agiert natürlich nur in dieser Reichweite und ist auch davor geschützt, wenn sie natürlich vorläuft. Zusätzlich hat sie geniale Sonderfähigkeiten, nämlich als reaktive Superheldenfähigkeit das Interrogate, sozusagen Verhören. Für 3 Energie erstmal sehr teuer. Und aber am Start der Cleanup-Phase, also am Anfang der Aufräumphase, ganz am Ende, wo auch Siegespunkte gezählt werden, wenn dieser Charakter innerhalb von Reichweite 2 um einen um einen oder mehr gedazten gegnerischen Charakter sich befindet, darf hier die Superheldenfähigkeit einsetzen. Der kontrollierende Spieler erhält sofort einen tödlichen Siegespunkt, wenn er. Nee, stimmt gar nicht. So rum. Der Spieler erhöht seine Siegespunkte um 1 jeweils, wenn er von einer Crisis-Karte Siegespunkte erhalten würde. Das heißt, wenn wir über beide Crisis-Karten punkten würden, kriegen wir über das Interrogate 2 Siegespunkte. Punkten wir nur über eine Crisis-Karte, weil wir die anderen nicht halten, kriegen wir nur einen Siegespunkt. 2 Siegespunkte für 3 Energie und das theoretisch jede Runde. Das ist schon ganz geil. Klar, wir müssen die 3 Energie erstmal haben. Automatikpistolen gibt uns aber 2 Energie und ja, in der Powerphase kriegen wir auch 1 Energie. Also 3 hätten wir jede Runde, theoretisch. Wir müssen aber erstmal auf Reichweite 2 zum Gegner und der muss erstmal gedazed sein. Naja, dann haben wir noch den Parting Shot für 2 Energie, nachdem ein Angriff, der diesen Charakter als Ziel hatte, absolviert worden ist. Darf dieser Charakter die Superheldenfähigkeit einsetzen? Der gegnerische Charakter erleidet automatisch einen Schaden und danach dürfen wir uns es weit weg von diesem Charakter bewegen. Ja, wenn uns irgendwer nervt, direkt einen Schaden drücken. Finde ich sehr cool für 2 Energie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil wir uns dann, wenn der Gegner ranmoved oder rangemoved ist durch einen Charge oder sonstiges, uns dann anfängt anzugreifen, Parting Shot setzen, einen Schaden zufügen und dann einfach wegbewegen, weil dann kriegt er uns meistens die Nummer. Wie gesagt, in Kombination mit dem Stealth, den ich gerade eben schon gesagt habe, eine rundum gute Ergänzung fürs Avenger-Team. Und ja, sehr, sehr straight und hält sich auch. Verletzte Seite ist genau gleich. 10 Leben für 3 Punkte. Coole Attacken, gute Fähigkeiten, um zusätzliche Siegespunkte zu erhalten, um den Gegner ein bisschen zu disablen, auch beim Vorgehen, um halt auch Energie zu verwehren. Finde ich sehr gut, gefällt mir. Also, schöner Charakter, der mit hinzugefügt worden ist. Und ja, neben dem zweiten Charakter der Box, dem Hawkeye, auch noch einen guten Teamkameraden für ihn abgibt. Hawkeye selber, nämlich Clint Barton, hat 4 Leben, eine M-Bewegung, Größe von 2, kostet auch 3 Energie. Gleich teuer theoretisch. Physikverteidigung 4, Energieverteidigung 2, Mystikverteidigung 2. Ho, schon sehr heftig. Ihr seht, auf der Karte steht nicht viel drauf. Der ist sehr, sehr einfach geschrieben, in Anführungszeichen. Arrowshot, Reichweite 5, 5 Würfel, 0 Energie. Ja, kennen wir irgendwie von Rocket oder so. Nachdem der Angriff absolviert worden ist, erhält man selber Energie in Höhe des angerichteten Schadens. Auch schön. Bevor wir das Ziel auswählen, dürfen wir uns entscheiden, ob dieser Angriff ein physischer oder Energieangriff ist. Sehr cool. Können wir natürlich ein bisschen was die Schwäche vom Gegner abspielen. Und sollten wir ein Wild gewürfelt haben, kriegen wir die Sonderfähigkeit Full Quiver. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, darf man sich einen Spezialzustand aussuchen von den folgenden und dem Gegner zuteilen, nämlich Blutend, Schock, Slow oder Poison. So kriegt man mit auf den Gegner viel Spezialzustände drauf, damit Black Widow richtig reinhauen kann. Und gleichzeitig Spezialzustände zu verteilen ist immer gut. Und wir können es zwischen 4 auswählen, verlangsamen und allem. Das ist schon ordentlich. Dann haben wir als aktive Superheldenfähigkeit den Hook Arrow für 2 Energie. Wir dürfen uns innerhalb von Reichweite 3 von der aktuellen Position platzieren. Kann man nur einmal pro Runde machen, sowas wie einen Sprung oder sonstiges. Finde ich auch ganz gut. Wir haben zwar eine M-Bewegung, aber wir wollen ja eigentlich nicht uns bewegen, sondern einfach immer nur schießen. Dann haben wir den Trickshot, 1 Energie. Der nächste Arrowshot, den wir diese Runde durchführen, ignoriert Sichtlinie und der Gegner erhält keine Deckung oder profitiert davon nicht. Ja, wenn man in Reichweite 5 einfach mal über Gebäude drüber schießen kann oder sonstiges, ohne dass der Gegner das auf dem Schirm hat.
Fünf Würfel ohne Rerolls natürlich nicht ganz so geil, aber trotzdem ein sehr, sehr starkes Ding. Wenn wir uns jetzt in der Avengers Affiliation vorstellen, zum Beispiel, kann er den ersten Trickshot, also kann er ersten Schuss mit Trickshot ohne irgendetwas machen. Er kann sich mit Hook Arrow für eine Energie erstmal irgendwo hinsetzen und danach kann er schön schießen, soweit das Auge reicht. Dann haben wir noch Fast Draw, das ist eine reaktive Superheldenfähigkeit für zwei Energie. Wenn dieser Charakter Ziel eines Angriffs wurde und der gegnerische Charakter nicht innerhalb von Reichweite 3 zu mir ist, darf ich diese Superheldenfähigkeit einsetzen. Dann mache ich sofort einen Arrow-Shoot-Attack gegen diesen Charakter. Das heißt, der Angriff wird gerade erst auf mich angesagt und wenn der Gegner weit von mir weg ist, kann ich erstmal dem mitten ins Gesicht schießen. Mit Glück füge ich viel Schaden zu, daze den. Wenn ich natürlich einen Wild würfel, verteilen wir Schock, damit er weniger Würfel gegen uns hat. Das ist schon ziemlich cool. Oder ich gebe dem sogar blutend noch zusätzlich, wenn er nur noch ein Leben hat, weil wenn er nur eine Aktion noch hat, dann macht er den Angriff zu Ende. Er leidet blutend und geht dann auch drauf. Eine Glaskanone, die sehr, sehr von der Position abhängig ist, aber mit Hook Arrow und so weiter sehr, sehr schnell auch auf Gebäude raufkommt, um Aktionen wie Klettern oder so zu sparen, weil das kann er jetzt nicht. Wenn er verletzt werden würde, ändert sich auch nicht viel, außer er kriegt ein Leben. Das heißt, hier haben wir 9 Leben für 3 Punkte, einen Reichweite 5 abdeckenden, alles verteilenden Scharfschützen, der auch noch Deckung ignorieren kann. Sehr, sehr genial, dieser Kerl. Wenn man ihn bei den Kabalen sogar spielen würde, kann man damit eigentlich, weil er ja immer, wenn er dem Gegner Schaden anrichtet, eine Energie nochmal kriegt, kriegt er dadurch ja mindestens 2 Energie pro doch Arrow Shot und kann natürlich so richtig fies und viel Energie ansammeln, um Taktikkarten noch auszulösen. Ich finde den Jungen echt gut. Ich mag Hawkeye als Comicfigur oder aus dem MCU als Figur nicht unbedingt, aber der ist echt gut. Zwei Taktikkarten, einmal Professionals und einmal Heavy Firepower. Professionals betrifft die beiden Charaktere, die mache ich zuletzt. Ich mache jetzt erstmal Heavy Firepower. Die Karte ist nämlich für alle unaffiliated, dementsprechend auch ohne Zugehörigkeit, eine aktive Karte. Während einer Charakteraktivierung dürfen wir 2 Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Der nächste Angriff, den dieser Charakter diesen Zug ausführt und einen gegnerischen Charakter als Ziel hat, der nicht innerhalb von Reichweite 3 ist, erhält 2 Würfel mehr. Ja. Wir müssen das natürlich spielen während der Charakteraktivierung erstmal. Können dann schießen, aber wir dürfen den Gegner nicht innerhalb von Reichweite 3 haben. Das heißt, das zielt wirklich nur auf unsere Leute, die weit schießen. Hawkeye zum Beispiel profitiert davon echt gut. Warum auch nicht, ne? Wo ich es mir noch vorstellen könnte, wäre halt wirklich Captain Marvel, MODOK. Ich glaube, Loki hat auch Reichweite 4. Ich gucke gerade mal nach rechts. Corvus Glaive und so profitieren davon nicht. Es ist so eine Turn 1, Turn 2-Karte, die man da raushauen muss. Rocket Raccoon könnte es auch noch ganz gut gebrauchen, dass man einfach damit einmal richtig Schaden macht. Man braucht aber 2 Energie für 2 Würfel. Ja. Und vor allem, der darf nicht innerhalb Reichweite 3 von irgendeinem Charakter sein. Das habe ich, glaube ich, gerade so halb überhaspelt. Man darf keinen befreundeten Charakter innerhalb von Reichweite 3 zu diesem Typen haben. Boah, das ist schon echt schwierig. Und dann 2 Energie für 2 Würfel. Boah, ich weiß es nicht. Da müsste man wirklich ein reines Reichweiten-Rooster spielen mit nur Reichweite 5, mit Shuri, die da zwar nicht von profitiert von dieser Karte, aber halt mit Reichweite 5 den Gegner natürlich da aus der Reichweite 3 der anderen rausdrückt. Hawkeye zum Beispiel, Rocket Raccoon, Star-Lord und. Ich glaube, da kann man was machen. Nichtsdestotrotz nicht unbedingt meine Favoritenkarte, glaube ich. So cool ich sie finde. Dann haben wir Professionals. Professionals ist auch eine Karte ohne Zugehörigkeit, also unaffiliated. Aktiv, Natascha Romanoff und Clint Barton sind erfordert, weil die müssen nämlich beide 2 Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Wenn Clint Barton einen Charakter beschädigt, also Schaden zufügt in dieser Runde und Natascha Romanoff innerhalb von Reichweite 2 zu diesem beschädigten Charakter ist, darf man ein Asset oder Civilian Token, das heißt eins dieser Missionsziel-Tokens, die man aufsammeln kann,
An der Tasche auch mal auf einfach anlegen. Wichtig dabei ist, wenn wir natürlich über Zivilisten sprechen, wir können immer nur einen Zivilisten halten. Das heißt, diese Karte erlaubt natürlich auch wieder nicht, wie Mission Objective oder andere, einfach mehr als die maximale Anzahl an Zivilisten-Tokens zu halten, die unsere Crisis-Karte uns vorgibt. Die finde ich witzig, die finde ich echt cool, weil Black Widow geht vor. Man muss aber Reichweite 2 halten, da wollen wir eigentlich nicht unbedingt rein. Wir wollen ja genau Reichweite 3 halten. Aber die Idee ist ganz geil. Wir müssen aber die 2 Energie jeweils vorher ausgeben. Das ist ein bisschen schade, dass wir es das nicht reaktiv machen dürfen, nachdem er Schaden zugefügt hat. Aber coole Idee. Also zeigt so ein bisschen das Zusammenspiel und die Taktik der beiden, wie man Gegner das Ganze verwehren kann, wenn man natürlich damit rechnet, dass er ihn auch noch gedazed wird in dem Fall. Und Black Widow genug Energie hat, verhört sie ihn gleich direkt, gibt dann nochmal mehr Siegespunkte, weil man hält ja automatisch einen dieser Tokens, den man aufsammeln muss. Und dann erhält man natürlich diesen einen Punkt für diese Crisis-Karte. Hält man jetzt noch die andere Crisis-Karte, kriegt man ja Doppelpunkte. Also es finde ich eine gute Idee, kann man bestimmt gut spielen. Problem ist halt nur, wir geben 2 Energie aus. Wir müssen halt einen Schaden zufügen, ne? Es sind 5 Würfel immer noch. Ja. Da müssen wir natürlich einen Gegner haben, der nicht extrem gut verteidigt. Also. Obwohl, da sollte ein Schaden drin sein. Aber wir müssen halt 2 Energie ausgeben. Dann fehlt halt vielleicht der Trickshot oder. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber eine gute Idee. Also guter Punkt ist es eigentlich. Ich würde es auch mal ausprobieren. Ja, das war es leider schon zu der Box. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das mit dem Alter Ego war vielleicht ein bisschen verwirrend am Anfang, aber ich hoffe, dass es rübergekommen ist. Dementsprechend Black Widow mit dem Alter Ego Natascha Romanoff nur einmal im Rooster. Leider müssen wir uns entscheiden, ob es die Agent of Shield Version ist oder die normale Version aus der Grundbox. Sollten es irgendwann andere Black Widows geben, die dann nicht Natascha Romanoff sind, dürfen wir natürlich beide nebenher laufen lassen, aber soweit sind wir noch nicht. Das wird mit den Spider-People aber ganz interessant jetzt bald erscheinen werden, weil es da unter Umständen mehrere Spider-Man geben wird, aber verschiedene Leute, die unter dem Anzug stecken, also Miles Morales oder andere, die jetzt so langsam bekannter werden. Und ja. Ich freue mich drauf, was noch alles kommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Anregungen, Kritik oder Nöte gerne unter das Video per PN über unsere Facebook-Seite Daniels Tabletop-Welt oder Death Trooper Wargaming auch schon über den Kanal und. Meldet euch einfach, wenn ihr was besser gemacht, also wenn ihr meint, ich könnte irgendwas besser machen oder ihr Wünsche habt zu bestimmten Themen. Und ja, der nächste Battle Report steht hoffentlich bei den Startlöchern. 04 ist leider aufgrund von Kamerasituationen unbrauchbar. Und ja, dementsprechend, ich hoffe, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Sage Adieu da, ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bleibt gesund.